Hühnersuppe? Kürbiscremesuppe. Die Würmersteder Kuhpfanne. Die spinnen die Römer, ich hab Wildschwein bestellt. Die halbe Ente als Hopfen. Wie Genghis. Mahlzeit. Creme Brûlée mit einem Nougat-Kern. Wie hast du denn Kasper heute? Böhmersteder Krug? Ja, wir sind hier heute, wie die Jungs schon sagten, Böhmersteder Krug. Und da waren wir und waren lecker essen. Ich hatte die Krügerpfanne. War echt lecker. Ich habe die Krugpfanne im Böhmersteder Krug gehabt. So war das. Im Böhmersteder Krüger. War auch gut. Ja, oder jetzt ist mal gut da. Bei Speck mal. Ehrlich. Gut, die anderen hatten ja alle nur Ente und Krügerrandpfanne. Vorspeise, und zwar hatte ich eine Creme. Kürbiscreme. Einen halben Gockel. Nein, kein Gockel, Entschuldigung. Zur Weihnachtszeit gab es eine halben... Ente. Halbe Ente. Mit... Blaukraut. Was? Rotkohl. Rotkohl. Und was dazu gehört? Der Rotkohl hatte ein bisschen zu viel Nägel. Oh, herrlich. Macht aber nichts, ansonsten war gut. Was hatte ich denn? Ich hatte genau das gleiche wie Genghis. Und das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Die Ente war allerdings überhaupt nicht knusprig. Aber wie ich von Clemens gelernt habe, war sie ja auch eine geschmorte Ente. Und wenn sie geschmort ist, muss sie gar nicht so knusprig sein. Ist sowas von egal, weil das war so lecker und so zart. Das hat mir richtig gut geschmeckt. Ich hatte Wildschweinbraten. Und die Vorspeise? Und die Vorspeise war natürlich eine leckere Hühnersuppe. Ach, wow. Mit Eistich. Ne? Und zum Nachtisch gab es dann mein Creme Brûlée mit einem Nougat-Kern. Mm. Das Schöne an der Sache ist, Creme Brûlée hast du immer deinen Pudding da und ein bisschen Zucker oben flambiert, wollte ich gerade sagen. Und da hast du mal ein bisschen Abwechslung. Fand ich ganz angenehm. Als Nachtisch gab's Creme. Gut. Ja, hab ich fast gesagt. Oh, wir hatten eine sehr nette Bedienung. Und was auffällt in diesem Laden ist, dass die Bedienung tatsächlich ihren Job auch fachgerecht gelernt haben. Das ist ein Unterschied zu vielen anderen Restaurants. Ja, hat mir aber gut gefallen. Die Bedienung, ja. Also die meisten Restaurants haben immer diese jungen, knackigen... Hier ganz das Gegenteil, aber umso netter. Ich fände es angenehm. Und einmal im Jahr oder so kann man sowieso gerne herkommen. Ob es jetzt Kohlfahrt, Spargel essen oder so ein Weihnachtszeug ist, war alles super. Bis dann. Gut, ja, sehr gutes Essen. Hat mir sehr gut geschmeckt, den anderen ja auch. Und sonst noch was zu sagen? Nee, war gut. Wie Genghis sagt. Gut. Das habe ich heute noch gar nicht gesagt. Und ja, hat Spaß gemacht, ne? Wir hatten auch viel Spaß, ne? Ja, was soll ich sonst noch sagen, ne? Mama! Essen, es hat mir gut geschmeckt und empfehlenswert allemal. Deutsche Küche ist klar, aber ne, hier kann man auch Steaks essen, wenn man will. Aber zu Weihnachten ist das hier tatsächlich eine ganz geile Nummer. Hier war, hey, die rasen hier heute. Das ist ein Hammer. Und überhaupt und ganz besonders, ja, ne? Dankeschön. Gut. Ja. Tschüss. Tschüss.